Ich bin James Conlon, Dirigent. Ich dirigiere Symphoniker und Oper überall in Amerika und Europa. Im Moment meine Hauptstelle ist als Musikdirektor der Los Angeles Oper. Schostakowitsch ist für mich eine große Leidenschaft. Heute habe ich ausgewählt die 7. Sinfonie. Die steht alleine aus dem Programm, weil das so groß ist und ist ein Meisterwerk in seinen Art. Diese heißt Leningrad. Warum? Weil es war geschrieben im Krieg. Das ist komponiert unter den Bomben und die große Gefahr von alle ist ein Teil von der Geschichte, die Symphonie. Man hört die Angriff von den deutschen Soldaten. Man hört die Bomben. Schostakowitsch zeigt uns die Unschöne im Krieg. Das ist nicht nur Helden. Das ist ganz im Gegenteil. Und das wollte er sagen. So, wir sehen das in dem ersten Satz. Schostakowitsch war sehr patriotisch. Er war unter Druck von Stalin, von dem ganzen Politbüro und hat immer Angst zu sagen, ganz deutlich, was er meinte. Ganz sicher, er war gegen den Faschismus, er war dagegen die deutschen Krieg, er war gegen alles, aber er war auch gegen Stalin. Und man muss irgendwie eruieren, was er wollte, was er bedeutet. Und auch für uns ist das nicht immer klar. Und deshalb, es hat eine Faszination, die geht für mich endlos. Das Publikum, glaube ich, hoffe ich, werden sich freuen über ein tolles Konzert von ihrer Berner Sinfoniker. Das ist ein großartiges Orchester. Und eine solche Sinfonie, es ist riesengroß, mit einer großen Bande auch, können sich zeigen mit voller Kraft und voller Emotion. Und trotz dieser großen Dimensionen auch sehr feinen Moment von sehr großer Delikatesse und sehr Solo-Instrumenten. Und so, es gibt einen ganz großen Kontrast. Und ich glaube, ich hoffe, dass das Publikum kann freuen mit einer sehr guten Aufführung von Ihrem Orchester hier in der Kaserino in Bern.